Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt hat sich in den zurückliegenden 30 Jahren kontinuierlich entwickelt. Dazu haben auch die über 350 Wirtschaftsjunioren und genauso viele Fördermitglieder beigetragen. Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg fördert die junge Wirtschaft und ist die Heimat der Wirtschaftsjunioren in den Regionen Altmark, Harz und Magdeburg. Wir haben jetzt neue Kreisverbände, ja, es wird Jerichower Land ist neu dabei, die Börde wird auch einen eigenen Kreis bekommen, also das ist schon interessant für uns zu erfahren. Wir sind dann flächendeckend mit Wirtschaftsjunioren im Land vertreten, das ist sehr gut, das gab es früher nicht, das ist sehr schön, dass sich da so viele junge Unternehmer engagieren, ehrenamtlich, und da wollen wir mal schauen, was da alles Neues passiert ist in den letzten Jahren. Und es ist so einiges an Projekten im Geschäftsjahr 2019 umgesetzt worden. Anfang des Jahres gründeten sich die Wirtschaftsjunioren Jerichower Land. Die Wirtschaftsjunioren engagieren sich ehrenamtlich und bieten jungen Unternehmern und Führungskräften die Möglichkeit, sich mit anderen Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung zu vernetzen und wertvolle Kontakte aufzubauen. Weil die Wirtschaftsjunioren ein großes Netzwerk sind, auch international, aber auch regional. Und somit möchten wir Gesellschaft und Wirtschaft zusammenbringen, weil wir das auch als einen sehr wichtigen Faktor der Wirtschaft betrachten. So fand am 21. März 2019 die feierliche Gründungsveranstaltung statt. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Wolfgang Merz, übernahm die Schirmherrschaft für die junge Wirtschaft im Jerichower Land. Wirtschaftsjunioren sind meistens sehr innovativ, haben erfolgreiche Firmen und das bringt uns voran. Das ist was Gutes, deswegen wird das von uns auch so hochgradig als IHK Magdeburg unterstützt. Zur Auftaktveranstaltung hatten die Wirtschaftsjunioren bereits 10 Mitglieder und ein Fördermitglied. Die jungen Unternehmer und Führungskräfte sind in verschiedenen Branchen tätig. Mit ihren Aktivitäten und Projekten bauen sie Brücken zwischen den jungen und den etablierten Unternehmern in ihrem Landkreis. Es gibt viele Unternehmer erstmal in erster Linie. Was aber so ein bisschen fehlt, ist die junge Basis. Ja, also es gibt die jungen Unternehmer, aber die sind irgendwie alle verteilt und verwuselt und stehen noch so ein bisschen größtenteils alleine da. Und dafür gibt es jetzt einfach die Wirtschaftsjunioren. Ein weiterer Schirmherr ist der Landrat des Landkreises Jerichower Land, Dr. Steffen Burchardt. Der Landrat sicherte, genauso wie der Hauptgeschäftsführer der IHK Magdeburg, Wolfgang Merz, den Wirtschaftsjunioren Unterstützung zu und weiß, wie wichtig so eine ehrenamtliche Arbeit für die Wirtschaft insgesamt und das eigene Unternehmen ist. Regelmäßig treffen sich die Vorstandsmitglieder der Wirtschaftsjunioren Sachsen-Anhalt und der Wirtschaftsjuniorenkreise der Region Altmark, Harz und Magdeburg mit dem IHK-Präsidenten Klaus Olbricht, Hauptgeschäftsführer Wolfgang Merz und IHK-Mitarbeitern zum Erfahrungsaustausch. Hier werden Themen und Projekte wie zum Beispiel Ein Tag Chef besprochen und neue Ziele definiert. Die IHK Magdeburg unterstützt die Wirtschaftsjunioren dabei inhaltlich und organisatorisch. So ist die IHK Magdeburg Geschäftsstelle für die 6 Wirtschaftsjuniorenkreise im IHK-Bezirk sowie für den Landesverband Sachsen-Anhalt. Das sind alles junge Unternehmer, die sich ehrenamtlich engagieren und aus diesen rekrutieren wir dann in der Regel auch viele, viele Vollversammlungsmitglieder, sodass das eigentlich die jungen Leute sind, mit denen wir auch in Zukunft zusammenarbeiten werden. Also für uns ist es ein wichtiges Treffen, A, junge Leute kennenzulernen, B, junge Leute engagiert kennenzulernen und auch vieles Neues zu erfahren, was so die junge Wirtschaft macht. Die Wirtschaftsjunioren Sachsen-Anhalt führen 2-mal im Jahr eine Landesakademie durch. Im März 2019 fand diese in den Räumen der IHK-Hauptgeschäftsstelle in Magdeburg statt. Die Akademie ist eine Art Trainingsveranstaltung für Interessenten, Gast- und Neumitglieder. In 1,5 Tagen lernen die Teilnehmer mit einem Mix aus theoretischen Inhalten, praktischen Trainings- und Teambuildingselementen einen Einblick in die Struktur und Organisation des Verbandes. Auch der Spirit der Junioren wird in der Landesakademie vermittelt. Teilnehmerin bei der Landesakademie war unter anderem auch Anja Baumann aus der Altmark-Region. Sie ist Leiterin eines Kindergartens in Mieste und konnte das Neugelernte nicht nur in ihrer beruflichen Karriere unterbringen, sondern auch bei den Wirtschaftsjunioren Altmark. Die Wirtschaftsjunioren zeichnen sich auch durch ihre regionale Projektarbeit aus.
Anja Baumann war im September ein fester Bestandteil des Organisationsteams des World Cleanup Day in der Region Altmark. Beim World Cleanup Day wird Müll in öffentlichen Räumen, der von Mitbürgern in Wäldern, Seen und Parkanlagen rücksichtslos entsorgt wurde, beseitigt. Die Aktion fand am 15. September 2018 zum ersten Mal in Deutschland statt. Schon damals waren die Wirtschaftsjunioren beteiligt. Unterstützung kam von der Jugendfeuerwehr aus Jeseritz, die von Anja Baumann geleitet wird. Wir haben ja im vergangenen Jahr wirklich mit einer Kinder- und Jugendfeuerwehr angefangen, mit meiner. Und das sollte ja so ein bisschen Pilotprojekt sein der Wirtschaftsjunioren. Ja, und ich wusste, dass unsere Kinder- und Jugendfeuerwehren so aus dem Stadtgebiet gesagt haben, oh, wir würden das auch gern machen. Und dass es jetzt so doll gewachsen ist, dass wirklich alle Kinder- und Jugendfeuerwehren mitgesammelt haben und ja in der darauffolgenden Woche auch die Kindergärten, Schulen, Horte so aktiv sich beteiligen, damit hat von uns einfach keiner gerechnet. Der World Cleanup Day 2019 fand am 21. September statt. Eigentlich wird an nur einem Tag weltweit aufgeräumt und eine saubere Welt für alle geschaffen. Aber die Wirtschaftsjunioren haben es geschafft, diese Aktion eine ganze Woche lang in der Altmark zu etablieren. Den Anfang machten die Mitglieder der Wirtschaftsjunioren Altmark mit zahlreichen Jugendfeuerwehren im Umkreis von Gardelegen. Gemeinsam säuberten sie die schöne altmärkische Landschaft. Das Projekt dient dazu, die dauerhafte Veränderung über die Aktion hinaus und die Nachhaltigkeit bei Groß und Klein zu fördern. Gerade für die junge Generation ist das Thema Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil beim Heranwachsen. Also uns ist ganz wichtig, deswegen machen wir es auch mit den Kindern, dass dort die Nachhaltigkeit schon gestärkt wird und dass die Kinder von Anfang an lernen, darauf zu achten, erst gar nicht so viel Müll überhaupt irgendwo wegzuwerfen und vielleicht auch nicht so viel Müll zu produzieren, weil sie einfach hier schon sehen, wie viel Müll dann überall rumliegt. Weltweit nahmen in über 150 Ländern Millionen freiwillige Helfer teil. Auch die Wirtschaftsjunioren aus anderen Regionen Sachsen-Anhalts beteiligten sich am World Cleanup Day. Tonnen von Müll sammelten die Altmärker an nur einem Tag. Begleitet wurden die Altmärker vom World Cleanup Day Projektleiter Deutschland, Holger Holland. Er ist begeistert von der Resonanz in der Region Altmark. Das sucht schon seinesgleichens. Ja, ich muss sagen, Altmark hier ganz weit vorne mit dabei, auch im bundesdeutschen Durchschnitt. Wenn man das vergleicht mit Frankfurt, mit Berlin, hier muss sich niemand verstecken. Im Gegenteil, das ist so mit der Feuerwehr, mit den ganzen Vereinen, die ganze Geschichte, so wie es ja organisiert ist, auch durch die Wirtschaftsjunioren hier in der Region, ja mega. Einfach wirklich Best Practice für den Rest der Republik hier. Der Sonderpreis der Wirtschaftsjunioren Deutschland, Best GCI Germany World Cleanup Day Projekt 2019, ging an die Wirtschaftsjunioren Altmark. So hört es sich an, wenn Schüler beim Digi-Day in der Hochschule Harz in Wernigerode ihre selbstgebauten und programmierten Roboter gegeneinander antreten lassen. Der Digi-Day ist ein weiteres Projekt der Wirtschaftsjunioren. Sie engagieren sich nicht nur im Bereich der Wirtschaft oder in der Nachhaltigkeit, sondern auch im Bereich Bildung. So gründete die junge Wirtschaft das Projekt Neue Medien. Ja, die Wirtschaftsjunioren zeichnen sich aus allgemein durch Projektarbeit. Das heißt, wir wollen nicht nur normale Stammtische machen, wo wir uns einfach ein paar schöne Themen erzählen, sondern einfach wirklich anhand der Projektarbeit uns auch weiterbilden. Und wir wollen natürlich auch zeigen, dass die junge Wirtschaft eben nicht nur die Hände in die Hosentasche macht, sondern einfach was unternimmt. Wir sind halt eben ein Verband von Machern. Das Projekt zielt auf die Interessen der Schüler im IT-Bereich ab. Ein großer Bestandteil des Projektes ist das Bauen und Programmieren von Lego-Robotern, welche verschiedene Aufgaben erfüllen müssen. In Schüler-AGs in ihren Schulen lernen die Schüler und Schülerinnen den Umgang mit den Lego-Mindstorm-Baukästen und können anschließend an der großen Lego-League teilnehmen. Auf die Idee kamen die Wirtschaftsjunioren, weil sie eins ganz besonders gestört hat. Kein Informatikunterricht an den Schulen stattfindet. Und da sind wir mit der Frau Zaratnik vom Campus Technicus ins Gespräch gegangen und haben gesagt, wir würden gern dieses IT-Thema in die Schulen tragen durch AGs. Und sie war sehr offen und hat gesagt, wenn Sie eine Idee haben, dann können wir das machen. Und so haben wir überlegt, wie kann man
das spielerisch das Thema Programmieren an die Schüler bringen und sind auf diese Lego Mindstorms Roboter gekommen. Beim DigiDay findet das große Finale mit den Schulen statt. Die Gruppen müssen an einem Tag die Roboter bauen und programmieren. Diese wiederum müssen auf einer Lego-League-Matte mehrere Aufgaben richtig erfüllen. Für die Aufgaben gibt es unterschiedliche Punkte. Unterstützung kommt nicht nur von den Wirtschaftsjunioren, sondern auch von der Firma Fibas GmbH aus Magdeburg, die die Schüler und Schülerinnen im ganzen Projektzeitraum unterstützt hat. Nicht nur das Arbeiten mit dem Lego Mindstorm-Bausatz stand beim DigiDay im Vordergrund, auch verschiedene Workshops wurden angeboten. Die Teilnehmer konnten unter anderem lernen, wie sie am besten Videos für ihre Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok produzieren. Für die etwas älteren Teilnehmer wurde die Streaming-Plattform Twitch, die vor allem Gamer benutzen, vorgestellt und ebenfalls Tipps für den eigenen Stream gegeben. Lehrer und Eltern der Schüler konnten sich beim WJD-Trainer Björn Fuchs über die Themen Präsentation, Moderation und Visualisierung informieren. Der DigiDay wurde im Jahr 2018 schon einmal erfolgreich durchgeführt. Nach dem gelungenen Auftakt waren nun die Wirtschaftsjunioren der Region Harz im Jahr 2019 an der Reihe. Die Vernetzung von Schule und Wirtschaft bringt allen Beteiligten einen Mehrwert. Die Schülerinnen und Schüler können durch die abwechslungsreichen Themen besser motiviert werden und Talente können frühzeitig erkannt werden. Durch das Projekt lernen die Schüler Teamarbeit, selbstständiges Arbeiten und gemeinsam Probleme zu lösen. Also ich finde das Projekt sehr gut. Für Schüler, die das sehr gerne machen und sehr innovativ sind. Und das ist, glaube ich, was ganz Tolles und schön, dass die Schule das macht. Wir machen seit letztem Schuljahr, glaube ich, im Oktober haben wir angefangen, also fast ein Jahr schon. Also ich finde es halt relativ spannend, halt auch weil wir eine Besonderheit haben. Wir haben halt viel mehr Mädchen als Jungs, was halt sonst, wenn man sich halt umguckt, gar nicht mal so typisch ist. Aber sonst war das halt im Allgemeinen ziemlich Spaß, weil das Programm halt nicht mal sehr kompliziert ist und das Bauen, man kann sich Freiraum schaffen, halt man kann das bauen, was man will und manchmal funktioniert es ja zum Schluss. Die Wirtschaftsjunioren sind nicht nur die junge Stimme der Wirtschaft, sondern auch ein Sprachrohr zwischen Politik und Gesellschaft. Im Mai 2019 trafen sich die Mitglieder der Wirtschaftsjunioren Magdeburg zum gemeinsamen Besuch des Landtages von Sachsen-Anhalt. Der Besuch beinhaltete eine kurze Zusammenfassung des aktuellen Landtagsgeschehens und das Verfolgen einer Landtagssitzung. Hier waren sie live dabei, wie über neue Gesetze und Regelungen diskutiert wurde. Anschließend kamen sie mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie dem wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Ulrich Thomas zusammen und konnten in der Gesprächsrunde über ihre Gedanken und Probleme reden. Die jungen Unternehmer und Führungskräfte haben für die heranwachsende Generation eine besondere Verantwortung. Deshalb wollen die Wirtschaftsjunioren auf der politischen Ebene Einfluss auf künftige Entscheidungen und Rahmenbedingungen nehmen. Um die neue Generation an das hochwichtige Thema Demokratie heranzuführen, veranstalteten die Wirtschaftsjunioren aus dem Salzlandkreis eine Demokratietour für politisch interessierte Schülerinnen und Schüler aus dem Salzlandkreis. Die 14 Teilnehmer kamen aus der 9. Klasse der Sekundarschule Campus Technicus Bernburg. Ziel der Tour ist es, Schülern mehr Demokratieverständnis an den Orten des Geschehens zu vermitteln. Der Bogen spannt sich dabei von der Lokalpolitik bis hin zum Bundestag. Ich finde es sehr wichtig, auch den Jugendlichen und jungen Heranwachsenden sozusagen auch die Wirtschaft näher beizubringen. Und gerade in den politischen Zeiten ist es wichtiger denn je zu sagen, okay, wie kann ich eigentlich Demokratie mitbestimmen, was kann ich machen, wo kann ich mich engagieren. Wirtschaftsunion ebenfalls ein Verein, wo wir uns ehrenamtlich engagieren. Welche Möglichkeiten gibt es und vor allen Dingen, wo geht es von unten nach oben sozusagen in die verschiedenen Ebenen. Und einfach das auch mal anfassen zu können und greifen zu können und zu sagen, ach halt, stimmt, wir waren ja mal im Bundestag, das läuft ja gar nicht so und so ab, sondern Mensch, da muss man sich ja auch richtig vorbereiten. Die erste Station war Bernburg. Am 25. September 2019 versammelten sich die interessierten Schülerinnen und Schüler im Rathaus. Hier sprachen sie mit hiesigen Lokalpolitikern und dem Oberbürgermeister Henry Schütze. Diese berichteten über ihre persönliche politische Arbeit. Die Demokratietour von den Wirtschaftsjunioren wird von der Salzland-Sparkasse unterstützt. Der Vorsitzende des Vorstandes der Salzland-Sparkasse, Hans-Michael Strube, war in Bernburg ebenfalls vor Ort und freute sich über das politische Interesse der jungen Erwachsenen.
In den darauffolgenden Tagen ging es für die Jugendlichen in den Landtag von Sachsen-Anhalt und in den Bundestag nach Berlin. Hier konnten sie an Sitzungen teilnehmen und einige Politiker standen den Jugendlichen Rede und Antwort. Für die 14 Schülerinnen und Schüler waren es spannende und informative Tage. Ich finde sowas cool, weil man sieht die ja auch nicht immer auf der Straße alltäglich. Das ist ja auch nicht so alltäglich. Deswegen finde ich das schon recht gut, dass man sowas hier erfindet, halt, damit man die Politiker halt treffen kann. Im Rahmen der Demokratietour konnten die Schüler 3 Tage lang das politische Geschehen in der Region und in ganz Deutschland erleben. Vielleicht ist unter ihnen ein nächster Wirtschaftsjunior. Für die Wirtschaftsjunioren Altmark steht ein großes Projekt für 2020 an, die MIRCO. Die Mitteldeutsche Regionalkonferenz, kurz MIRCO, ist eine der größten Veranstaltungen der Wirtschaftsjunioren. Und dabei geht es um nichts Geringeres als das wichtigste Treffen junger Unternehmer und Führungskräfte aus Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Berlin. Vom 15. bis 17. Mai findet sie in der Region Altmark statt. Für die Region bietet sie die einmalige Chance, die zahlreichen Teilnehmer von den Vorzügen der Altmark zu begeistern. Von den Konferenzzentren in Stendal und Tangermünde aus werden Programmpunkte in beiden altmärkischen Landkreisen angeboten. Unter dem Motto Landschaft Wirtschaft wird sich die Altmark als wettbewerbsfähige und lebenswerte Region mit einer starken und innovativen Wirtschaft präsentieren. Wirtschaftsjunioren blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. Mit dem Jerichower Land haben die Junioren Anfang des Jahres eine weitere Region dazugewonnen. Aber das waren nicht die einzigen. Die jungen Unternehmer und Führungskräfte aus dem Landkreis Börde haben sich Ende des Jahres 2019 ebenfalls als Wirtschaftsjunioren gegründet und wollen auch in der Börde mit ihren ehrenamtlichen Projekten in den Bereichen Bildung und Wirtschaft eine Brücke zwischen den Unternehmern und der heranwachsenden jungen Wirtschaft bauen.